Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir werden heute einen ganz neuen Block beginnen, nämlich erstmalig werden wir uns die Maxwell-Gleichungen anschauen, vollkommen ohne weitere Einschränkungen. Das heißt, es geht jetzt um beliebig veränderliche Felder. Und in dieser ersten Veranstaltung werden wir uns Erhaltungsgrößen anschauen, und zwar zunächst mal ganz im Wesentlichen die Energieerhaltung. Wir beginnen natürlich mit den Maxwell-Gleichungen. Und ich habe schon gesagt, wir werden uns in erster Linie mit der Energieerhaltung beschäftigen, aber ich dachte, wenn wir schon mal bei Erhaltungssätzen sind, schauen wir auch noch mal ganz kurz in die Ladungserhaltung rein. Das hier wäre also zunächst mal der Satz der Maxwell-Gleichungen, wie Sie ihn ja inzwischen zu Genüge kennen. Wir haben das schon häufig gesehen und wir hatten bisher immer einige oder zumindest einen von den Termen weggestrichen. Das werden wir jetzt nicht mehr machen. Die bleiben alle so stehen, wie sie sind. Und was wir in der Regel aber machen werden als Einschränkung, wir werden in der Regel wieder einfache Materialien betrachten. Das heißt lineare, homogene, isotrope Medien, für die also die Materialgleichungen die einfache Form annehmen. D gleich Epsilon mal E. Oder eben B gleich μ mal H. Und außerdem werden wir annehmen, dass wir lokal ein ohmsches Gesetz haben, sprich einen Zusammenhang zwischen der Stromdichte und dem elektrischen Feld, so wie es hier dargestellt ist, J gleich Kappa mal E, wobei Kappa die spezifische Leitfähigkeit ist. Diese Einschränkung liegt daran, dass ansonsten das Ganze relativ schnell, relativ kompliziert wird. Und es geht hier jetzt im Wesentlichen ja darum, dass wir Konzepte uns erarbeiten und Konzepte verstehen. Wie gesagt, wir schauen ganz kurz nochmal in die Ladungserhaltung herein. Die ist eigentlich ja schon axiomatisch vorausgesetzt. Schauen Sie nochmal in das Video axiomatische Grundannahmen der klassischen Feldtheorie. Dort hatten wir die Ladungserhaltung vorausgesetzt und daraus auf die Maxwell-Gleichung, auf einen der Maxwell-Gleichungen geschlossen. Das geht auch umgekehrt. Das heißt, konkret, wenn wir zum Beispiel ausgehen von der einfachen Beziehung Divergenzrotation H gleich 0, Divergenzrotation von irgendeinem Feld ist immer 0, also insbesondere auch Divergenzrotation von H ist gleich 0. Und jetzt können wir für Rotation H natürlich das Ampere'sche Gesetz mit der Maxwell'schen Ergänzung einsetzen. Das heißt, für Rotation H setzen wir eben ein J plus dd nach dt. Der Divergenzoperator zieht sich durch auf die beiden Summanden. Dann wäre das also Divergenz J plus D Divergenz D nach dt. Wir können die Zeitableitung und die räumliche Ableitung vertauschen. Und Divergenz D können wir aus dem Gauss-Gesetz wiederum einsetzen. Das ist nichts anderes dann als Rho V. Und mit der Zeitableitung bleibt da einfach dann stehen Divergenz J plus D Rho V nach dt. Dieser Term ist also 0. Und das ist auch schon nichts anderes als die lokale Formulierung der Kontinuitätsgleichung, die ein Ausdruck der Ladungserhaltung ist. Das sieht man vielleicht besser noch an der integralen Schreibweise. Das heißt, wir können hier auf beiden Seiten ein Volumenintegral machen über ein beliebiges Volumen, das wir als zeitunabhängig ansetzen. Wenn es zeitunabhängig ist, können wir hier einfach die Zeitableitung in die Integration vertauschen. Und hier vorne das Volumenintegral über die Divergenz gibt einfach das Oberflächenintegral über die Größe selber, sodass wir hier also das Oberflächenintegral JdA haben. A ist der Flächenvektor plus die Zeitableitung Integral, Volumenintegral Rho V dV. Ja, und Interpretation ist einfach. Weil das Volumenintegral Rho V ist ja die gesamte Ladung in dem Volumen. Das hier hinten, der zweite Summand, ist also die zeitliche Änderung der Ladung im Volumen. Und
die kann eben nur dadurch zustande kommen, dass durch die Oberfläche des Volumens ein entsprechender Strom tritt. Das ist Formulierung der Ladungserhaltung. Das aber nur am Rande. Wir wollen uns mit der Energieerhaltung beschäftigen und das werden wir jetzt machen. Das heißt, wir betrachten, wir müssen dafür zunächst mal eine Ladung betrachten, Ladung Q. Die stellen wir uns vor in einem kleinen Volumen, sodass wir das natürlich auch schreiben können als eine Ladungsdichte Rho V und dann eben dV. Das wäre eine kleine Ladung in einem differentiellen Volumen. Wir nehmen des Weiteren an, weil Energie leitet sich aus der Arbeit ab und Arbeit ist Kraft mal Weg. Also wir werden wahrscheinlich diese Ladung tatsächlich bewegen müssen. Schauen Sie auch ruhig nochmal in der Elektrostatik nach, da haben wir das ausführlich gemacht. Also wir nehmen an, dass sich dieses kleine Volumen mit einer Geschwindigkeit V bewegt. Und wir nehmen auch an, dass diese Geschwindigkeit wesentlich kleiner ist als die Lichtgeschwindigkeit. Das hat damit zu tun, dass wir ansonsten zusätzliche relativistische Aspekte eventuell berücksichtigen müssten. Schauen Sie dazu nochmal in die Vorlesung zum Thema Induktion. Da haben wir schon etwas gelernt über den Zusammenhang zwischen spezieller Relativitätstheorie und der Elektrodynamik. Gut, das ist eine Voraussetzung, die aber in der Regel sowieso auch immer erfüllt ist. Die Lorentzkraft, die wir ja auch axiomatisch vorausgesetzt hatten, schreibt sich in der Form Q mal E plus V Kreuz B. E plus V Kreuz B könnten Sie eben auch interpretieren als elektrisches Feld in einem bewegten System. Das nur nochmal als Hinweis auf die Relativitätstheorie. Und das Differential davon wäre dann also einfach df gleich Rho dv und dann eben E plus V Kreuz B. Wenn wir jetzt damit eine differenzielle Arbeit verrichten, also das betrachten, dass sich das tatsächlich bewegt, dann brauchen wir eben eine Verschiebung um Delta S. Delta S ist aber nichts anderes als diese Geschwindigkeit mal einem Delta T, sodass wir dann also eine differenzielle Arbeit dW bekommen, die nichts anderes wäre als dF mal Delta S. Und wenn wir das einsetzen, dann haben wir hier unseren Ausdruck für dF, Rho V, dV und dann eben E plus V Kreuz B, das Ganze multipliziert mit ds. Und V und Delta S sind parallel, sodass, wenn wir das ausmultiplizieren, V Kreuz B keinen Beitrag zur Arbeit liefert und es bleibt eben einfach nur übrig, Rho V dV mal E skalar multipliziert mit Delta S. Und wenn wir Delta S einsetzen, dann ist das eben gerade V Delta T. Damit können wir dann natürlich, wenn wir die differenziell verrichtete Arbeit haben, auch die differenzielle Leistung uns hinschreiben, die nichts anderes ist als W durch Delta T und davon natürlich jetzt das Differential, also dW nach Delta T. Wenn wir das hinschreiben, geht hier offensichtlich das Delta T raus. Der Rest bleibt stehen. Das ist dieser Term hier. Und V mal E erkennen wir natürlich, oder Rho V mal V mal E erkennen wir wieder. Das Rho V mal V ist nichts anderes als die Stromdichte, sodass das einfach Stromdichte mal E ist. Dazu auch nochmal hier der Verweis auf das Video über das stationäre elektrische Strömungsfeld. Da haben wir dazu etwas gesagt. Wenn wir die differenzielle Leistung haben, dann kommen wir jetzt natürlich auch zur Leistung, indem wir hier das dW durch Delta T einfach hoch integrieren. Das heißt, wir müssen jetzt das Volumenintegral über diese Größe J mal EdV bilden. Sie sehen schon, dass das relativ ähnlich aussieht zu dem wohlbekannten P gleich U mal I, das Sie aus den Grundlagen Elektrotechnik kennen für Leiter. Die Rolle des U wird hier letztendlich durch das E eingenommen und die Rolle vom J durch das die Rolle vom I durch das J
Und wenn Sie sich überlegen, dass eben zwei von dem Integralen, nämlich die über die Querschnittsfläche, gerade dann JdAi sind und das Querintegral über EdS nichts anderes ist als das U ist, dann sehen Sie, dass diese Analogie relativ einfach ist. Nochmal der Hinweis. Das geht natürlich nur dann, wenn, also dieser Analogieschluss geht nur dann, wenn E ein konservatives Feld ist. Nur dann können Sie E auch als Gradientenfeld darstellen. Nur dann macht so ein Begriff wie U überhaupt einen Sinn. Wenn das aber der Fall ist, dann können Sie hier diese Analogie herstellen. Zu dem Thema Integral EdS ist nicht immer eine Spannung. Auch nochmal der Verweis auf das Video mit der Induktion. Ja, und diese große J mal E, die haben wir schon kennengelernt, nämlich im Teil über das stationäre elektrische Strömungsfeld wurde das über die als Verlustleistungsdichte eingeführt. Und auch das ist natürlich klar, dass das Volumenintegral über die Verlustleistungsdichte dV dann eben die Verlustleistung ist. Ja, und damit können wir weiterrechnen. Hier also nochmal hingeschrieben, PV ist J mal E. Was wir jetzt als nächstes machen wollen, ist, wir machen eine Feldtheorie. Da ist das J immer so ein bisschen eine Störgröße. Wir wollen das viel lieber auch durch Feldgrößen zum Ausdruck bringen. Also werden wir jetzt versuchen, mit diesem Term PV gleich J mal E ein bisschen rumzuspielen. Und als erstes können wir den natürlich einfach umdrehen. Das ist kommutativ, das heißt, das ist E mal J. Und J können wir wieder über das Ampère'sche Durchflutungsgesetz mit der Maxwell'schen Erweiterung ausdrücken als Rotation H minus dB nach dt, also Maxwell-Gleichung eingesetzt für J. Das E kann man jetzt natürlich termweise einfach reinziehen. Das heißt, das ist E mal Rotation H minus E mal dB nach dt. Wir werden im weiteren Verlauf sehen, dass dieser Term hier hinten, nämlich das e dB nach dt, das ist schon ein Term, der uns der schön ist. Das e mal Rotation h stört an dieser Stelle etwas. Das weiß man natürlich erst, wenn man weiterrechnet, aber ich sage einfach schon mal, das stört etwas und deshalb wollen wir das e Rotation h an der Stelle einfach loswerden, durch andere Terme ausdrücken. Und das bekommt man hin, indem man einfach mal die Größe anschaut. Was ist denn die Divergenz von E Kreuz H? Und diese Divergenz von E Kreuz H wird auch später noch eine Rolle spielen. E Kreuz H wird einen eigenen Namen bekommen. Das nur schon mal als Hinweis, aber das kommt eben gleich. Also wir schauen uns einfach mal an, was ist denn Divergenz E Kreuz H? Und für beliebige Vektorfelder E und H könnte man das dann auch einfach in dieser Art schreiben. Das ist eine Vektoridentität. Das ist nichts anderes als H Skalar multipliziert mit Rotation E minus E Skalar multipliziert mit Rotation H. Und hier sehen Sie, rot markiert, hier taucht dieser Term wieder auf, E Rotation H. Und hier vorne, H-Rotation E, da können wir tatsächlich Rotation E jetzt über das Ampère'sche Gesetz ersetzen. Also auch wieder Maxwell-Gleichung eingesetzt. Rotation E ist ja nichts anderes als minus dB nach dt. Das Minus steht hier vorne, das dB nach dt steht hier, sodass wir diesen Ausdruck haben. Und damit können wir jetzt natürlich das E-Rotation H hier oben in diesem Term ersetzen. Und das, was wir dann bekommen, ist tatsächlich schon der sogenannte Poynting'sche Satz in differenzieller Form, der schon ein Ausdruck ist für die Energieerhaltung, den wir aber in der weiteren Folge auch noch ein bisschen schöner hinschreiben werden. Also Poynting'sche Satz in differenzieller Form. Da steht hier vorne E mal J, das ist die Verlustleistungsdichte. Die ist gleich minus Divergenz E Kreuz H, das ist der Vektor, den wir gleich noch benennen werden. Minus, und jetzt kommt ein schön symmetrischer Term, H Skalar multipliziert mit dB nach dt minus E Skalar multipliziert mit dt.
dd nach dt. Das ist die allgemeine Form des differenziellen Poynting'schen Satzes. Das habe ich anfangs schon gesagt, dass wir uns, weil es dann einfacher wird, weil die Formeln dann nochmal einfacher werden, auf den sehr wichtigen Spezialfall fokussieren wollen, dass wir lineare, homogene, isotrope Medien haben. Und in dem Fall haben wir die einfache Form der Materialgleichung d gleich Epsilon mal e und b gleich μ mal h. Nochmal, was bedeutet diese Einschränkung? Homogen heißt, der Parameter, also zum Beispiel das Epsilon, ist nicht räumlich abhängig. Er ist also überall in der Materie gleich. Und das ist keine so starke Einschränkung, weil zumindest bereichsweise homogen wird man bei sehr, sehr vielen Medien anwenden können. Und das reicht sehr häufig schon, dass man sagt, okay, in dem einen Bereich gilt das, in dem anderen Bereich gilt es auch, aber eben mit einem anderen Parameter. Linear heißt, dass hier tatsächlich das nur abhängig ist von E hoch 1, sage ich mal, also von der Feldstärke selber und nicht von einer Funktion der Feldstärke. Dann wäre es nicht linear. Und auch das ist keine so starke Einschränkung, weil Sie werden bei jedem Material irgendwann in den Bereich kommen, wo es nicht linear ist, aber egal wo Sie sind, Sie werden in einer bestimmten Umgebung das Ganze immer linear approximieren können, indem Sie eine Taylor-Entwicklung machen. Das heißt, auch das ist nicht eine so große Einschränkung. Und isotrop, ja, viele Materialien sind anisotrop, insbesondere in kristallinen Materialien werden Sie häufig bestimmte Vorzugsrichtungen haben und haben dann eben andere dielektrische Eigenschaften in der einen Richtung wie in der anderen Richtung. Auch da wird man häufig sagen, naja, wir betrachten jetzt nur die eine Richtung und dann ist es für diese Richtung eben auch wieder isotrop. Also wir nehmen einfach diese Einschränkungen an, weil sich dann die Formeln tatsächlich wesentlich einfacher schreiben und die Vereinfachung kommt dadurch an der Stelle jetzt, dass sie dann diese, ich sage mal, gemischte Ableitung, die hier steht, wo Sie einmal die partielle Ableitung nach B haben, einmal die partielle Ableitung nach D haben. Wenn Sie diese einfachen Beziehungen haben, diese einfache Materialgleichung haben, dann können Sie tatsächlich die Ableitung auch nach vorne ziehen und das Ganze kompensieren mit den Termen 1/2. Das sehen Sie einfach, wenn Sie das jetzt reinziehen, dass das dann das Gleiche ist, aber eben auch nur für den Fall, wenn Sie diese einfachen Materialbeziehungen haben. Und wir werden sehen, dass es in der Form tatsächlich handlicher ist. Das heißt, typischerweise wird man unter dem differenziellen Poynting'schen Satz dann diesen verstehen, der hier unten steht, obwohl das hier oben der allgemeine ist. Ja, wir werden das jetzt fortsetzen, deshalb hier oben die Formel einfach nochmal wiederholt. Und wir können uns natürlich die Terme nochmal anschauen. E mal J, das ist letztendlich eben nichts anderes als die Joule'sche Wärme, die in dem System umgesetzt wird. Verlustleistungsdichte hatten wir auch schon gesagt. Dazu nochmal der Verweis auf das Video stationäres elektrisches Strömungsfeld. Der Term 1/2 E mal D, den hatten wir auch schon, nämlich in der Elektrostatik. Schauen Sie in Elektrostatik 8 in den Abschnitt über Materie nochmal rein. Dort wurde das als die elektrische Energiedichte eingeführt und der Term 1/2 H mal B wurde in Magnetostatik 1 in den Grundlagen analog zur Elektrostatik als magnetische Energiedichte eingeführt. Das heißt, das, was hier hinten steht, ist nichts anderes als die zeitliche Ableitung der Energiedichte und zwar offensichtlich der Summe von beiden und das nennt man dann die elektromagnetische Energiedichte. Das heißt, die elektromagnetische Energiedichte für lineare, isotrope, homogene Medien ist einfach die Summe aus der elektrischen Energiedichte und der magnetischen Energiedichte und das ist dann 1/2 H mal B plus 1/2 E mal D. Damit können wir diese differenzielle Darstellung auch noch mal etwas anders schreiben. Also E mal J ist gleich Divergenz von diesem Vektor, den wir gleich noch benennen werden, E Kreuz H.
minus d nach dt 1 halb h mal b plus 1 halb e mal d. Das hatten wir alles schon. Und wir sehen jetzt, dass dieser zweite Term, der hier auftaucht, eben nichts anderes ist als die Ableitung der elektromagnetischen Energiedichte. Damit kann man jetzt auch ins Volumenintegral übergehen, in die integrale Darstellung übergehen. Das machen wir natürlich, indem wir ein Volumenintegral einführen. Und auf der einen Seite haben wir dann eben das Volumenintegral E mal J dV. Und da hatten wir schon gesehen, das ist nichts anderes als Energie pro Zeit, also Leistung, und zwar mechanische bzw. thermodynamische Leistung, die hier auf der einen Seite steht. Und auf der anderen Seite stehen elektrische Größen, nämlich das Volumenintegral über Divergenz E Kreuz H. Volumenintegral über Divergenz ist aber nichts anderes als das Oberflächenintegral über den Vektor selber, also Volumenintegral E Kreuz H dA. Das Minus ist nach vorne gezogen. Und dann einfach minus die Zeitableitung des Volumenintegrals über die elektromagnetische Energiedichte. Der Term, der hier hinten steht, ist natürlich nichts anderes als die elektromagnetische Energie im Volumen, sodass hier die zeitliche Änderung der elektrischen Energie steht. Das heißt, hier vorne steht ein bisschen sowas wie die zeitliche Änderung der mechanischen Energie. Hier hinten steht die zeitliche Änderung der elektromagnetischen Energie. Ja, und hier steht wieder ein Term, der etwas beschreibt, das durch die Oberfläche hindurch fließt. Und da wird ganz anschaulich, dass das Ganze natürlich eine Formulierung der Energieerhaltung ist, weil wir haben zeitliche Änderungen der Energie im Volumen auf der einen Seite in dieser Bilanzgleichung und auf der anderen Seite eben einen Strom durch die Oberfläche hindurch. Und das kann natürlich dann auch nur ein Strom von Energie durch die Oberfläche hindurch sein. Mit dieser Kennzeichnung, dass eben das, was hier steht, eben nichts anderes ist als die zeitliche Ableitung der mechanischen Energie, bekommen wir dann eben auch diese Formulierung, die ich gerade schon gesagt habe, dass eben die Änderung der Summe von mechanischer und elektromagnetischer Energie im Volumen einem Fluss dieses Vektors E Kreuz H durch die Oberfläche dieses Volumens entspricht. Damit wird auch schon klar, dass dieser Vektor eine besondere Bedeutung hat. E Kreuz H ist offensichtlich der Vektor, der den Energiefluss durch die Oberfläche eines Volumens beschreibt und dafür maßgeblich in dieser Bilanzgleichung dafür sorgt, dass eben eine zeitliche Änderung der Summe von elektrischer und mechanischer Energie auch durch einen Energietransport kompensiert wird. Ja, und in dieser Form nennt man diesen Satz auch den integralen Poynting'schen Satz. Der ist hier oben nochmal hingeschrieben, einfach nur, damit es auf der nächsten Folie entsprechend lückenlos weitergeht. Und hier ist auch nochmal ausformuliert, dass eben, was das bedeutet, das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, die Energie, die Änderung der Energie im Volumen entspricht der Änderung entspricht dem Fluss des Vektors S gleich E Kreuz H durch die Oberfläche des Volumens. Hier haben wir diesem Vektor jetzt endlich auch ein Formelzeichen gegeben, nämlich S. Und diese Größe nennt man eben den Poynting-Vektor oder die Energieflussdichte. Nachdem wir die ganze Zeit schon von Poynting'schen Satz gesprochen haben, wird jetzt auch klar, warum das Poynting'scher Satz heißt, weil hier eben der Poynting-Vektor auftritt und weil Poynting ganz maßgeblich das Ganze mitentwickelt hat. Die Dimension des Poynting'schen Vektors kann man sich leicht überlegen. Das ist einfach Watt pro Quadratmeter. Und damit ist auch klar, dass hier eben ein Energiefluss oder ein Leistungsfluss durch eine Oberfläche mit gemeint ist. Man nennt es auch Energieflussdichte. Ja, und damit, wenn ich jetzt diesen Vektor S eingeführt habe, können wir auch den differenziellen und den integralen Poynting'schen Satz nochmal erneut
hinschreiben. Das ist aber jetzt inhaltlich nichts Neues, was hier auftaucht, einfach nur nochmal mit der Bezeichnung S hingeschrieben. Ein bisschen vielleicht aufpassen, Sie sehen an der differenziellen Form, dass Divergenz S hier die entscheidende Rolle spielt. Und das sorgt manchmal für Verwirrung. Entscheidend ist eben tatsächlich, dass das Oberflächenintegral SDA einen nicht verschwindenden Wert hat, damit eine Anordnung Energie abgibt, abstrahlt. Da muss man sich genau anschauen, dass es also letztendlich um die Divergenz von S geht und nicht um S selber. Sehr häufig haben wir es mit harmonischer Zeitabhängigkeit zu tun, deshalb müssen wir das hier tatsächlich auch nochmal nachführen, wie das Ganze bei harmonischer Zeitabhängigkeit aussieht. Das ist nicht schwer, das zu machen, aber wenn man es nicht einmal gesehen hat, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, selber auf die einzelnen Schritte zu kommen. Deshalb führe ich es einmal vor. Harmonische Zeitabhängigkeit grundsätzlich hatten wir schon bei den quasi-stationären Feldern im Teil Grundlagen. Da also gegebenenfalls auch nochmal nachschauen. Es ist so, dass wir eben das physikalische Feld, zum Beispiel mal fürs E-Feld hingeschrieben, E-Vektor von R und T, auch identifizieren können als Realteil einer komplexen Größe E Zeiger von R mal E hoch J Omega T. Mit dem Realteil wäre das dann letztendlich eben eine kosinusförmige Zeitabhängigkeit, deshalb harmonische Zeitabhängigkeit. Und den Realteil, wenn Sie nicht Realteil schreiben wollen, können Sie natürlich auch das hinschreiben mit dem konjugiert Komplexen. Wenn Sie also die Summe der Größe selber und Ihres konjugiert Komplexen bilden und dann die Hälfte nehmen, dann ist das nichts anderes als der Realteil. Das wissen Sie natürlich. Und konjugiert Komplex können Sie hier natürlich faktorweise machen. Das heißt, hier wird der Vorfaktor konjugiert komplex und dann bei der E-Funktion ändert sich einfach das Vorzeichen im Exponenten. Ja, und damit können wir uns jetzt natürlich auch, können wir das anwenden auf die Größen, die wir jetzt im Pointing-Satz tatsächlich brauchen. Wir machen das mal etwas ausführlich für die elektrische Energiedichte, die ja ein halb E mal D ist, und schreiben das jetzt einfach mal hin, ein halb E mal D. Und wenn ich die Intensität hier einsetze und jetzt eben für das E einen solchen Ausdruck einsetze und auch für das D einen entsprechenden Ausdruck hinschreibe, dann wäre das eben das, was hier steht. Was wir jetzt einfach nur noch in geeigneter Weise ausmultiplizieren müssen, das ist nicht schwierig, das ist erstmal ein Faktor 1 Achtel, 1 halb mal 1 halb mal 1 halb. Und dann müssen wir Terme sortieren und wir haben eben Terme, in denen E hoch J mit E hoch J multipliziert wird. Wir haben Terme, in denen E hoch J mit E hoch minus J Omega T multipliziert wird, wo es sich das also aufhebt. Und wir haben Terme, wo E hoch minus J Omega T mit E hoch minus J Omega T multipliziert wird. Und dementsprechend bekommen wir hier jetzt beim Ausmultiplizieren eben Terme mit E hoch J2 Omega T. Wir bekommen Terme mit E hoch minus J2 Omega T. Und wir bekommen Terme, in dem sich die komplexe E-Funktion eben aufgehoben hat, in denen der Term E hoch J Omega T eben gar nicht mehr vorkommt. Das ist einfach hier hingeschrieben. Und man erkennt leicht mit der Definition hier oben, dass wir auch das wieder schreiben können als eine Summe von zwei Realteilen, nämlich einmal Realteil von E mal D Sternchen, das ist hier hinten der Term, und einmal Realteil von E mal D mal EO2 J Omega T, das ist das, was hier vorne steht, und wegen dem 1 halb steht dann nur noch ein Viertel davor. Das ist alles nicht schwierig, kann man direkt so hinschreiben. Was man dann direkt machen kann, ist natürlich, dass man den Mittelwert über eine Periode hinschreibt.
Und der Mittelwert ist dann eben gerade eben nur dieser hintere Term, weil über eine Periode gemittelt wird dieser vordere Term, der mit der doppelten Frequenz oszilliert, sich natürlich wegheben, wenn der Mittelwert von Cosinus Omega t gleich 0 ist über eine Periode, dann ist natürlich der Mittelwert von Cosinus 2 Omega t über eine Periode genommen auch 0. Das heißt, im Mittel bleibt nur dieser hintere Term stehen. Und wenn Epsilon, wir hatten ja schon angenommen, dass d gleich Epsilon mal e ist, wenn zusätzlich Epsilon auch noch eine reelle Größe ist, dann ist E mal D Stern sowieso schon reell und wir brauchen den Realteil überhaupt nicht mehr zu nehmen. Das heißt, dann wird es besonders einfach. Dann ist das einfach ein Viertel E mal D Stern. Und das ist dann eine reelle Größe. Das geht natürlich analog für die magnetische Energiedichte genauso. Da kann man die gleichen Schritte genauso vollziehen und es kommt natürlich ein vollkommen analoges Ergebnis raus. Und man kann auch für weitere Größen das Ganze machen. Also hier für die elektrische Energiedichte, magnetische Energiedichte haben wir es nochmal hingeschrieben. Sie können das auch machen für die Leistungsdichte, für die Volumenleistungsdichte. Auch da sind die Schritte ganz ähnlich und sie bekommen auch einen ganz ähnlichen Ausdruck. Jetzt eben ein halb E mal J Stern. Auch das wäre wieder automatisch eine reelle Größe, wenn Kappa reell ist. Ansonsten müssen Sie eben den Realteil nehmen. Ja, und auch für den Pointing-Vektor selber können wir einen solchen zeitlichen Mittelwert bilden. Das ist ein Halbrealteil E Kreuz H Stern. Und ja, weil das immer mal häufiger auftaucht, kann man an der Stelle eben einen komplexen Pointing-Vektor einführen, der jetzt aber nicht einfach E Kreuz H Stern ist, sondern wo man diesen Faktor ein halb mitnimmt. Das heißt, wir definieren an der Stelle den komplexen Pointingschen Vektor S mit dem Unterstrich in der Form ein halb mal E Kreuz H Stern. Ja, und nachdem diese Größen eingeführt sind, können wir natürlich auch einen komplexen Pointingschen Satz formulieren und das machen wir zunächst mal differenziell. Dazu bilden wir die Divergenz des komplexen Pointingschen Vektors. Sie erinnern sich, dass die Divergenz des Pointingschen Vektors, das heißt die Divergenz von E Kreuz H, wichtig ist. Und das wird sich fortsetzen, auch hier bei harmonischer Zeitabhängigkeit. Das heißt, wir schauen uns die Divergenz an von ein halb E Kreuz H Stern. Und ja, da nutzt man wieder eine Vektoridentität. Das heißt, wenn ich die Divergenz hier reinziehe, dann ist das H mal Rotation E minus E mal Rotation H. Und ja, wir haben es eben schon so ein bisschen gesehen. Wir setzen jetzt natürlich hier wieder Maxwell-Gleichungen ein. Für Rotation H ist ja minus dB nach dt. Jetzt sind wir aber bei der harmonischen Zeitabhängigkeit. Da wird aus dem d nach dt ein Faktor J mal Omega, der hier steht. Deshalb ergibt minus dB nach dt minus J Omega B. Und hier hinten genauso, Rotation H ist ja J plus dd nach dt und aus dem dd nach dt wird hier wieder einfach ein J Omega. Ja, jetzt müssen wir das Sternchen noch in diesen Ausdruck reinziehen und hier vorne auch entsprechend ausmultiplizieren, die Terme sortieren, alles nicht schwierig. Dann bekommen wir für die Divergenz des komplexen Pointingschen Vektors einfach diesen Ausdruck hier hinten. Und damit können wir dann eben den komplexen Pointingschen Satz in differenzieller Form auch entsprechend hinschreiben.
nämlich in der Form Divergenz S plus 1/2 e mal j Sternchen, dieser Term hier, plus 2j Omega. Das j Omega kommt hier aus diesen Größen raus. Die 2 kompensieren wir durch ein Viertel in diesem Ausdruck. Und dann bleibt noch übrig h mal b Stern minus e mal d Stern. Also einfach diesen Ausdruck, der hier oben steht, entsprechend sortiert. Das muss natürlich dann gleich 0 geben. Und in der Interpretation nochmal, Divergenz S bleibt stehen. Das hier hat man interpretiert als den Mittelwert der Leistungsdichte. Das hier war die mittlere magnetische Energiedichte. Das hier ist die mittlere elektrische Energiedichte. Und ich hatte auch schon gesagt, dass diese Mittelwerte hier ja reelle Größen sind, so sind sie definiert, sodass sie hier schon eine natürliche Aufspaltung auch in Imaginärteil haben. Also alles, was hier mit beim J steht, das gehört automatisch zum Imaginärteil. Das PV gehört automatisch zum Realteil. Und wir müssen nur noch mal explizit nach Realteil und Imaginärteil bei Divergenz von S unterscheiden. Das heißt, man kann das aufspalten in Realteil und Imaginärteil. Und wir hätten also Realteil von Divergenz S plus 1/2 e mal j Stern. Das ist ja das PV. Das ist gleich 0 einerseits. Und andererseits muss der Imaginärteil natürlich auch 0 sein. Das heißt, Imaginärteil von Divergenz S plus 2 Omega und dann eben die Differenz von magnetischer und elektrischer Energiedichte. Auch das muss verschwinden. Also das ist ja eine komplexe Größe, die kann insgesamt nur 0 sein, wenn sowohl der Realteil gleich 0 ist, als auch der Imaginärteil gleich 0 ist. Ja, und von dem können wir natürlich problemlos jetzt auch übergehen in den integralen Poynting'schen Satz. Dafür müssen wir den differenziellen Poynting'schen Satz, der hier nochmal hingeschrieben ist, einfach integrieren. Das heißt, wir machen das Volumenintegral auf beiden Seiten und das Volumenintegral über Divergenz S. Das gibt natürlich wieder ein Oberflächenintegral über S selber. Und die anderen Terme bleiben einfach als Volumenintegral stehen. Und ja, die Interpretation, deshalb eben die Aufteilung mit Real- und Imaginärteil, ist jetzt natürlich wieder die, das kennen Sie aus den Grundlagen Elektrotechnik, dass der Realteil der mittleren Wirkleistung, also letztendlich der umgesetzten Energie entspricht, pro Zeiteinheit. Das sind dann zum Beispiel auch die ohmschen Verluste. Das heißt, PV, wenn ich das integriere, das hier ist ja groß PV, ist dann also nichts anderes als minus, weil auf die andere Seite gebracht, minus Oberflächenintegral Realteil von SDA. Das ist der eine Teil, Interpretation des Realteils. Und analog für den Imaginärteil, das entspricht dann der mittleren Blindleistung. Und da haben wir natürlich den Imaginärteil von diesem Integral plus alles, was hier sowieso bei dem J dabei steht. Und wenn wir das entsprechend sortieren, die Terme auf die entsprechende Seite bringen, hätten wir da einfach diesen Ausdruck, der jetzt die Bilanzgleichung ist für die mittlere Blindleistung. Damit ist auch die Bedeutung von Realteil des komplexen Poynting'schen Vektors und des Imaginärteils des Poynting'schen Vektors vielleicht etwas deutlicher geworden. Das eine ist der Realteil tatsächlich bezogen auf die Wirkleistung, das andere der Fluss durch die Oberfläche in Bezug auf die Wirkleistung, das andere ist der Fluss durch die Oberfläche in Bezug auf die Blindleistung.
Ja, das wäre es eigentlich schon zur Energieerhaltung, aber wir machen ein kleines Beispiel dazu, damit es vielleicht ein bisschen klarer wird an einigen Stellen, damit Sie auch sehen, wie der Bezug zu den Grundlagen der Elektrotechnik ist. Und außerdem wird an diesem Beispiel auch konzeptionell noch eine Eigenheit des Energietransportes entlang von Leitungen schon mal sichtbar, den wir später noch genauer betrachten werden, den wir aber an dem Beispiel tatsächlich schon mal sehen werden. Dafür betrachten wir eine koaxiale Anordnung, also im Prinzip ein Koaxialkabel mit einem Innenleiter, der einen Radius A hat und einem Außenleiter, der einen Radius B hat. Die axiale Richtung sei die Z-Richtung und die Länge dieses Koaxialkabels sei L. Der Queransicht ist das hier nochmal gezeigt und Sie können natürlich auch letztendlich ja, ein bisschen sowas machen wie ein Ersatzschaltbild. Das heißt, Sie können sich vorstellen, dass Sie hier vorne eine ideale Spannungsquelle anschließen und hinten mit einem Widerstand das Ganze abschließen. Und wir nehmen jetzt der Einfachheit halber an, dass wir ohmsche Verluste nur im Innenleiter haben und im Außenleiter tatsächlich die Leitfähigkeit gegen unendlich geht. Das soll also hier der Außenleiter sein. Und wir machen auch noch ein paar weitere Annahmen, nämlich dass die Länge klein gegen die Wellenlänge ist. Das heißt, wir machen hier eine Niederfrequenzbetrachtung. Wir nehmen dann auch an, dass der Durchmesser des Innenleiters klein ist gegen die Skintiefe. Auch das bedeutet wieder Niederfrequenznäherung. Und wir nehmen auch an, dass Omega L wesentlich kleiner ist als der Innenwiderstand der Anordnung, sprich hier der Widerstand entlang des Innenleiters. Und auch das würde ja wieder bedeuten, dass wir eine Niederfrequenznäherung machen. Wenn wir das nicht machen würden, dann müssten wir jetzt an dieser Stelle schon Leitungstheorie machen. Das wollen wir aber später erst machen. Deshalb erlauben Sie mir vielleicht diese Vereinfachungen an der Stelle, sonst würde es zu komplex. Sie sehen auch, ich habe hier eine Spannung eingeführt in Abhängigkeit von der Z-Koordinate. Wenn Sie aufmerksam waren im Teil Induktion, dann wissen Sie natürlich, dass bei beliebig veränderlichen Feldern im Allgemeinen eine Spannung im Sinne einer Potentialdifferenz überhaupt keinen Sinn macht. Wenn wir später die Leitungstheorie machen, werden wir sehen, dass in diesem speziellen Fall das aber wieder Sinn macht, weil wir feststellen werden, dass Rotation E verschwindet in dieser speziellen Anordnung. Das zeigen wir jetzt nicht explizit, das kommt später. Ich will es nur erwähnt haben, dass man hier in dem Fall tatsächlich, ohne dass wir es zeigen werden, eine Spannung U in Abhängigkeit von Z annehmen darf. Das nur zur Bemerkung. Ja, der Strom ist konstant in der ganzen Anordnung, weil das eine elektrisch kurze Anordnung ist, ist das auch so. Das heißt, wenn wir ihn allgemein natürlich in Zylinderkoordinaten von Rho, Phi und Z darstellen würden, dann ist es jetzt tatsächlich einfach nur eine Konstante, die wir I0 nennen. Wir haben einen Widerstand hier dieses Innenleiters. Der Widerstand des Außenleiters spielt ja keine Rolle, weil das Kappa als unendlich angesetzt ist. Der Widerstand des Innenleiters ist natürlich proportional zur Längenkoordinate Z und er ist umgekehrt proportional zur Leitfähigkeit und auch umgekehrt proportional zur Querschnittsfläche des Leiters. Nimmt also diese Form an, wie sie hier steht. Ja, und wir können jetzt natürlich einfach Maschengleichungen aufsetzen. Das heißt, wir betrachten einmal hier diese große Masche, die außenrum geht. Da würden wir einfach sagen, U0 ist gleich RI mal I, und zwar RI von L, also bis zum Ende wirklich durch, mal I0 plus R mal I0. Und dann wäre die Masche zu. Und wir können aber auch eine kleine Masche betrachten. Mit einer kleinen Masche meine ich eine, die tatsächlich bei einem beliebigen Z
über die Spannung U von Z das Ganze schon schließt. Und hier können wir die Maschengleichung natürlich genauso hinschreiben. U0 ist gleich U von Z plus der Spannungsabfall über dem entsprechenden Stück hier, also Ri von Z mal I0. Und wenn man das entsprechend umstellt, Sie können die obere Gleichung natürlich problemlos nach I0 auflösen, das hier unten einsetzen und das Ganze dann nach U von Z auflösen. Und dann bekommen Sie diesen einfachen Term, wie er hier hingeschrieben ist. Ja, jetzt wollen wir nicht mit Strömen und Spannungen rechnen, wir wollen mit Feldern rechnen, wir machen schließlich eine Feldtheorie. Das heißt, wir schauen uns wirklich mal an, wie das Magnetfeld im Innenleiter und im Zwischenraum aussieht. Im Außenraum ist es sowieso null, das können Sie sich leicht überlegen, weil der Strom, der hinfließt, auch wieder zurückfließt und dann über das Ampere'sche Durchflutungsgesetz im Außenraum Feld 0 folgt. Aber im Innenleiter und auch im Zwischenraum zwischen Innenleiter und Außenleiter haben wir natürlich ein Feld. Und Sie können sich leicht überlegen oder ausrechnen mit dem Ampere'schen Durchflutungsgesetz, dass im Innenleiter das Feld, das H-Feld eben in dieser Form gegeben ist. Es hat dann auch nur eine Phi-Komponente. Und im Außenraum, das ist der Zwischenraum, da hat es natürlich auch nur eine Phi-Komponente und ist in dieser Form gegeben, wie es hier hingeschrieben ist. Elektrisches Feld im Innenleiter, ja, das ist zunächst mal letztendlich wirklich das Strömungsfeld, das heißt, das ist ein in Z-Richtung gerichtetes Feld, das mit der Stromdichte zusammenhängt. Ich kann also das ansetzen als EZ mal EZ, Groß EZ mal Klein EZ und das EZ ist JZ durch Kappa und natürlich kann ich das JZ auch wieder mit dem I identifizieren, indem ich einfach durch die Querschnittsfläche dividiere, sodass ich im Innenleiter diese einfache Form für das Feld habe. Und im Zwischenraum, da bietet es sich an, tatsächlich die Laplace-Gleichung zu lösen. Also Laplace Phi gleich 0. Hier sehen Sie schon, wir setzen ein Phi an. Man müsste jetzt zunächst mal sicherstellen, dass es das überhaupt gibt. Und ja, wir werden später zeigen, dass es in diesem Fall tatsächlich ein skalares Potential Phi gibt und man dann eben die Laplace-Gleichung heranziehen kann. Man würde die dann natürlich in Zylinderkoordinaten lösen. Ich habe hier das Ganze nochmal hingeschrieben, wie das in Zylinderkoordinaten dann aussieht. Laplace-Operator in Zylinderkoordinaten. Das löst man am besten mit einem Separationsansatz. Und wenn Sie dann das Phi gefunden haben, dann können Sie über E gleich minus Gradient Phi natürlich das E-Feld bestimmen. Wir machen das nicht in allen Schritten hier, sondern sollen nur eine Idee von der grundsätzlichen Vorgehensweise bekommen. Nachrechnen können Sie das mit dem Stoff aus dem ersten Semester natürlich alles auch selber. Dazu kommen dann Randbedingungen, nämlich letztendlich Stetigkeitsbedingungen für die Z-Komponente am Übergang zwischen Innenleiter und am Übergang von Innenleiter zu Zwischenraum muss die Z-Komponente stetig sein und am Übergang zwischen Zwischenraum zu Außenraum muss die longitudinale Komponente, die Z-Komponente, auch stetig sein. Und da im Außenraum kein Feld ist, muss sie an der Stelle also verschwinden. Wir haben auch noch Anfangsbedingungen, weil am Anfang, am Punkt 0, z gleich 0, haben wir ja, eine Zwangsbedingung. Da liegt eine Spannung U0 an und diese Spannung U0 können wir interpretieren als das Integral E ds sozusagen. Und das ds ist jetzt natürlich ein d rho an der Position z gleich 0. Das heißt, diese Bedingung ist auch noch zu beachten. Und wenn man diese Rand- und Anfangsbedingungen mitnimmt, dann kann man in ein paar relativ einfachen Schritten tatsächlich das E-Feld im Raum zwischen dem zwischen Innenleiter und Außenleiter ausrechnen und stellt dann fest, das hat eine longitudinale Komponente, also eine Komponente in Ausbreitungsrichtung und es hat auch eine
radiale Komponente, eine Komponente quer zur Ausbreitungsrichtung. Und die Komponenten sind in dieser Form gegeben. Und damit können wir dann natürlich auch den pointingschen Vektor berechnen. Wir haben jetzt die Felder und können damit natürlich dann jetzt wirklich zum Beispiel den komplexen pointingschen Vektor im Innenleiter und im Zwischenraum zwischen Innenleiter und Außenleiter berechnen. Formal gesehen ist das einfach jeweils ein halb E Kreuz H Stern. Eben entsprechend im Innenleiter das EI und das HI und im Zwischenraum das EA und das HA. Und wenn Sie da die Werte einsetzen, bekommen Sie die Terme, die hier stehen. Und Sie sehen, dass im Innenleiter das eben tatsächlich nur radial gerichtet ist, und zwar in negativer Radialrichtung, das heißt von außen nach innen, in den Innenleiter hinein. Und im Außenraum haben Sie eine Komponente in den Innenleiter rein und eine Komponente in Z-Richtung, also in Ausbreitungsrichtung. Sie sehen außerdem, dass das reelle Größen sind. Das heißt, Sie haben hier in dem Fall tatsächlich nur Wirkleistung. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil wir hatten am Anfang den Term, der tatsächlich zu einer Blindleistung führen könnte, nämlich Omega L vernachlässigt. Und dann bleibt eben tatsächlich nur Wirkleistung übrig. Und wenn wir die beiden Terme, ich hatte ja gesagt, es gibt einen radialen Term und einen longitudinalen Term. Wenn wir uns die nochmal anschauen, dann haben wir eben eine radial nach innen fließende Energie. Und wenn wir wissen wollen, wie viel das insgesamt ist, müssen wir eben über die Länge des Leiters integrieren und natürlich auch den Umfang des Leiters noch nehmen, damit wir die gesamte Oberfläche abdecken. Also diese Zylinderoberfläche wäre ja Integral um den Umfang des Leiters und dann das Integral E und dann das Integral DZ, das von 0 bis L läuft. Und wenn man das ausrechnet, dann nimmt das eine relativ einfache Form an. Das ist nämlich dann einfach nur ein halb RI von L. Das wäre also der gesamt-ohmsche Widerstand der gesamten Länge L mal I0 Quadrat, also ein halb RI mal R0 Quadrat. Das ist die Verlustleistung im Innenleiter. Jetzt wundern Sie sich vielleicht, wenn Sie sich die Anordnung anschauen, hätten Sie vielleicht nicht unbedingt erwartet, dass hier ein halb steht, aber denken Sie immer daran, wir rechnen hier nicht mit Effektivwerten, sondern mit entsprechenden Spitzenwerten. Und dementsprechend, wenn Sie mit den Grundlagen vergleichen, wo, wenn es um Leistung geht, typischerweise Effektivwerte angesetzt sind, müssen Sie das natürlich berücksichtigen und dann wundern Sie sich über den Faktor 1,5 schon gar nicht mehr. So, und außerdem haben wir im Zwischenraum eben auch einen axialen Energietransport. Da müssen wir uns eben jetzt die Z-Komponente anschauen. Und da natürlich jetzt alles, was radial in Z-Richtung fließt. Das heißt, wir müssen aufsummieren vom Innenleiterradius bis zum Außenleiterradius über das S von Rho. Mit 2 Pi Rho kompensieren wir nochmal, dass wir auch hier natürlich eine Zylindersymmetrie haben und auch nochmal einmal rumgehen müssen. Auch dieses Integral bekommen Sie leicht ausgerechnet und es kommt raus, das ist ein halb I0 mal U von Z. Jetzt sind natürlich bestimmte Spezialfälle interessant, insbesondere natürlich, was ist denn die von der Quelle abgegebene Leistung? Und dafür bräuchten wir uns das ja jetzt letztendlich nur anzuschauen für Z gleich 0 und bekommen dann die Beziehung, dass eben P gleich 1/2 I0 mal U von 0 ist. U von 0 ist nichts anderes als U0. Und auch hier würden Sie jetzt sagen, ah ja, das kenne ich eigentlich aus den Grundlagen Elektrotechnik auch schon so. Das heißt, Sie finden hier Formeln wieder,
die Sie gewohnt sind. Natürlich können wir es auch hier wieder umschreiben. Das I0 hatten wir auch schon kennengelernt als ein U0 durch R plus RI von L. Und das wäre wieder ein Ausdruck, dass Sie sagen, naja, Leistung ist gleich Gesamtspannung zum Quadrat durch Gesamtwiderstand. Das kennen Sie, und der Faktor 1/2 eben wieder, weil wir hier mit dem Spitzenwert arbeiten und nicht mit dem Effektivwert. Das heißt, Sie sehen, wir finden das aus den Grundlagen natürlich wieder in Form einer Feldtheorie. Das, was wir aber hier zusätzlich sehen, ist etwas anderes, und das ist konzeptionell wichtig. Wir sehen, dass der Transport entlang der Leitung, der Energietransport entlang der Leitung, gar nicht im Innenleiter oder im Außenleiter stattfindet. Da finden tatsächlich nur die Verluste statt. Wenn wir den Außenleiter mit dem ohmschen Widerstand versehen hätten, würde auch da ein radialer Anteil zu den Verlusten beitragen. Der Energietransport in Z-Richtung, in Ausbreitungsrichtung, der findet tatsächlich einfach nur durch das Feld im Zwischenraum zwischen Innenleiter und Außenleiter statt. Das heißt, dort, wo jetzt auch gar kein Medium ist, das Feld, der Pointing-Vektor, und hier genau gesagt die Z-Komponente ist maßgeblich für den Energietransport. Gut, ja, ich hoffe, dass das dazu beigetragen hat, Ihnen die Energieerhaltung ein wenig näher zu bringen. Natürlich muss das dann auch entsprechend geübt werden, das ist klar. Aber Sie sehen jetzt zuletzt an dem Beispiel vielleicht auch, dass Sie relativ einfach auch wieder bestimmte Sachen aus den Grundlagen wiederfinden können. Natürlich nur unter speziellen Annahmen. Sie werden die Formeln aus den Grundlagen nicht mehr wiederfinden können, wenn Sie jetzt zu wesentlich höheren Frequenzen gehen. Das werden wir dann später machen. Da machen wir Leitungstheorie, da betrachten wir Wellenleiter, später auch Antennen. Das sind dann Spezialitäten, die tatsächlich der Feldtheorie vorbehalten sind. Gut, das soll an der Stelle aber reichen. Das heißt, an der Stelle bedanke ich mich wieder ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich verweise wie immer auf unsere Webseite, wo Sie gegebenenfalls auch weitere Informationen finden. Besten Dank.